Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Hexit! Okay, ich höre auf. Ja, was haben wir gesagt? Ich habe gesagt, ich habe mir eine Hausaufgabe gegeben. Und zwar wollte ich noch mal kurz gucken, ne? Normalerweise sind meine Englisch-Skills jetzt nicht so beschissen. Aber ich war mir nicht 100% sicher, ob denn der Cauldron tatsächlich der Kessel ist. Aber wie es schon in der Alpecin-Werbung heißt, in der Tat, genau das ist es. Und es wird halt geraten, eben gerade wegen dem, weil die dann eben sich irgendwie heilen, wenn die doch mal Schaden genommen haben sollten. Falls es mir mal wieder passiert, dass ich aus Versehen einen verprügle oder sonst irgendwas, dann ist es ganz gut. Also ich werde dann auch jetzt nachher gleich so einen Kessel noch holen. Weiß ich nicht, ob ich den einfach nehme, der eh schon da steht, oder mir schnell einen neuen baue. Wahrscheinlich baue ich mir schnell einen neuen. Und dann passt das. Füttern muss man die Schokobos an sich überhaupt nicht. Also so wie die anderen Tierchen eigentlich auch. Also alles ganz normal, alles beim Alten. Man muss praktisch nur, oder man kann ihnen praktisch den Kuchen geben, damit sie halt sofort groß werden. Aber, ja, da musst du natürlich auf Dauer auch ordentlich in die Kiste greifen, weil das ist ganz schön teuer, ein so ein Kuchen, also was da an Mats drauf geht. Ich meine, ich habe ja zum Glück genug, dafür habe ich es ja, aber gehen wir davon aus, ich würde mir eine ganze Schokobo-Armee züchten, da wäre es vielleicht wenig ratsam, jetzt jeden sofort wachsen zu lassen, weil, naja, irgendwann ist der Vorrat dann halt doch mal leer und das ist dann doof. Ups, das war jetzt die falsche Reihenfolge. Schon wieder. Seht ihr, deswegen ernte ich lieber erst einmal alles ab, weil ich scheinbar zu doof bin und mich dann irgendwie verwirre. Und dann klappt das mit dem Ernten nicht richtig. Also lieber erst einmal drauf sprayen oder was auch immer der damit macht. Pestizide. Ach nee, das sind dann ja eher Skelettizide. Ja, so viel Zeit muss sein. Ich pflanze dann halt wieder ein an der Stelle. Na und? Muss ja alles hier seine Ordnung haben, wenn es schon nicht so wirklich klappt, wie ich will. Dann tu mal wenigstens so, als hätte ich voll den Plan, um das Ganze wieder gerade zu bügeln. Ja, also bei Golden Güsal ist wahrscheinlich die, oder so wie ich das verstanden habe, die Chance größer, dass eben eine andere Farbe rauskommt als beim Lovely Güsal. Und den normalen Güsal brauchst du im Prinzip nur für den Kuchen noch. Und eben zum Beispiel um gelbe Schokobos in der freien Wildbahn anzulocken, beziehungsweise zu betören damit. Und dann eben, ja, in den Stall zu lotsen. Im Prinzip ernte ich jetzt diese Güsas immer nur wieder ab, weil ich einfach zusätzlich zu den normalen Güsal noch die Chance habe, dass eben ein goldener rauskommt oder ein Lovely Güsal. Und dann brauche ich die wiederum wegen der Paarung. Deswegen will ich mir da jetzt gleich nochmal so einen kleinen Vorrat ranschaffen, weil ich ja nicht weiß, wie lange das jetzt noch dauert und wie viele Fehlversuche, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn es fies klingt bei den süßen kleinen Schokobos. Ja. Ich will ja farblich möglichst von allen was da haben. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, und deswegen sammle ich mir jetzt schon mal einen Vorrat, selbst wenn ich jetzt nicht alle gleich züchten will. Für später kann es nicht schaden. Ich bin dann später irgendwann mal dankbar, dass ich das alles gesammelt habe. Weil es gibt so Tage, da habe ich echt überhaupt keinen Bock auf so einen Blödsinn. Farmen, ist ja schrecklich. Ja, nee, aber ernsthaft. Also, irgendwann bin ich noch dankbar dafür, dass ich das eben gemacht habe. Und deswegen mache ich es jetzt gleich, weil gerade stört es mich scheinbar nicht. Also, ich habe ja auch ein bisschen was zu erzählen nebenher. Von daher passt das schon. Und dann werde ich das einfach jetzt hier noch so ein paar Mal auf und abrennen. Aber dann irgendwann reicht's dann hoffentlich auch. Also ich habe jetzt nicht vor, alle Stacks leer zu machen, ne? Keine Sorge, das ist selbst mir jetzt zu lang. Auch wenn ich gerade noch in Stimmung bin, ich muss da nicht ausreizen, bis ich keine Lust mehr habe, weil das ist ja auch blöd, ne? Oh, man könnte auch einfach mal ins Wasser fliegen. Ja, das ist eine tolle Idee. Ah, und weißt du, was auch eine geile Idee ist, einen Timer zu starten. Ah, scheiße, ich hab's schon wieder versaut. Nein! Irgendwann kotze ich hier noch. Das ist echt so schlimm, ey, dass ich das nie hinkrieg.
Oder was heißt nie, ist übertrieben, aber in letzter Zeit echt, egal welches Spiel ich mache, bei jeder Aufnahmesession ist einmal so ein Ding dabei. Das ist total, ja. Keine Ahnung, voll Panne, ey. Dabei liegt es direkt neben mir, das blöde Ding. Also das ist eigentlich ein Automatismus, das geht schon von alleine. Hier, Aufnahmeprogramm starten, Timer starten, loslegen. Dementsprechend musst du natürlich danach noch ein bisschen schneiden, aber das ist ja nicht wild. Aber dass der Timer, dass ich den dauernd vergesse zurzeit, das ist schockierend. Ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Besser erstmal nichts. Ich bin heute schon wieder extrem durch den Wind. Total verballert eben. Deswegen klappt auch nichts. Oder zumindest, ja, es klappt ja schon, aber irgendwie auf Umwegen und irgendwie anders als geplant. Nicht, dass das jetzt was Neues wäre, aber ich wollte es nur nochmal erwähnt haben. Fürs Protokoll sozusagen. So. Jetzt machen wir noch einmal die Runde, dann ist aber gut, da habe ich keine Lust mehr. Sonst geht mal irgendwann auch die Ideen aus, wie ich die Zeit überbrücken soll. Weil ich könnte euch einen Haufen sinnloses Zeug erzählen, aber das tue ich ja schon. Oh, jetzt machen wir die letzte Runde. Ich werde dann noch einmal alles einpflanzen, logischerweise. Dann kann das ja weiter wachsen, solange ich dann irgendwelche anderen wichtigen Dinge tue. Und, ja, was soll ich sagen? Dann können wir es testen. Gucken wir mal, ob wir Blau und Grün irgendwie kombinieren können oder Gelb und Grün oder. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Kombinationen jetzt genau sind. Ups, jetzt habe ich den schon wachsen lassen. Gewachst. Ja, ich habe die Pflanze gewachst. Neue deutsche Sprache. Wachsen lassen gibt's nicht mehr. Da man wächst die Pflanzen nur noch. So, wunderbar. Dann gucken wir doch mal zu den Schokobos. Ja, jetzt ist alles belegt, glaube ich, ne? Ne, hier ist noch ein Platz. Okay. Okay. Da geht's raus. Na, geht doch. So, ja gut, wie gesagt, jetzt gucken wir mal hin. Vielleicht sind sie auch schon ausgewachsen, Tatsache. Sowohl der blaue als auch der gelb, der grüne. Jetzt hoffen wir doch, dass sie unterschiedliches Geschlecht haben. Männchen. Und da ist ein Weibchen. Bingo. So, jetzt machen wir gleich mal hier auf Nummer sicher. Goldener Güsal. Ah, der will scheinbar nicht. Ach, das ist ja ein Penner. Jetzt machen wir halt nochmal gelb und grün. Und hoffen, dass dann ein anderes Geschlecht raus. Alter, gelb. Wollt ihr mich verarschen? Schnauze! Einmal. Und zweimal. Nee. Blaue vielleicht. Auch nicht. Naja, dann halt so. Gibt's halt noch einen kleinen. Naja, gut, okay, wir lassen das erstmal sein jetzt. Außer vielleicht, der will jetzt doch. Nee. Da kommen wir scheinbar erstmal nicht voran. Wahrscheinlich, weil er schlicht und ergreifend erstmal seine Ruhe haben will. Oder weil es eine wählerische Tussi ist. Und die nur die Goldenen frisst. Das traue ich denen auch noch zu. So nach dem Motto, nein, ich habe eine besondere Farbe. Ich möchte das nicht. Ich möchte Kaviar und Trüffel, bitte. Dann können wir die Eier eigentlich mal mit reinnehmen. Weil das hier sollte eigentlich nur das Auffanglager werden, also zumindest für die Erzeugnisse da drinnen. Anders sieht es jetzt aus mit den Samen und Futtermitteln, weil die will ich überwiegend da lassen, weil ich sie eben hier gerade dringender brauche. Ich denke nicht, dass ich jemals wieder unbedingt Brot herstellen muss. Von daher ist es in Ordnung so. So, Güsersamen packen wir noch rein. Jetzt ist die Kiste aber voll. Und hier packen wir die Eier rein. Und im Rucksack habe ich nichts mehr. Nee, passt, passt.
Aber ich habe die Lavalin-Güsal wieder mitgeschleift. Wunderbar. Jetzt lege ich das erstmal da rein. Dass das nicht ganz stimmt, ist mir auch bewusst, aber es ist jetzt nicht so wild. So, dann holen wir uns mal eine neue Ladung Essen, weil das geht langsam aus. Machen wir's so. Zwei Steaks in die Kiste. So, dann haben wir den Stack nämlich voll. Und die goldenen Güsal, nee, die Lavalin-Güsal, die lege ich jetzt da rein. Da rein, genau. Und jetzt weiß ich wieder, was ich die ganze Zeit tun wollte. Deswegen eier ich gerade so ein bisschen rum, weil ich es schon wieder vergessen habe. Mal schauen, ob wir. Nicht runter. Den da. Ich glaube, den nehme ich jetzt einfach mit. So. Ist doch egal. Baue ich mir halt für oben irgendwann neuen. Sollte ich das jemals tun wollen. Aber eigentlich erstmal Hauptbedarf da drinnen. Und mir fällt noch was anderes Tolles ein. Na, ist euch was aufgefallen? Ja, erstens das natürlich. So ein Scheiß. Aber ich habe aus Versehen. Och Mann, wo sind die jetzt? Ey, ich raff's schon wieder nicht mehr. Ich habe aus Versehen die scheiß Eimer weggeräumt. Meiner Dings sind sie nicht mehr. Achso, warte mal, die habe ich draußen. Ja, dann passt's ja. Weil wir müssen ja logischerweise diesen blöden Bottich, diesen Kessel auch noch mit Wasser füllen. Sonst, ja, sag ich mal, ist der Sinn irgendwie leicht verfehlt von dem Ding. Ich hab einen Eimer, aber ich keinen Wascher drin. Ja, so in etwa. Och, nervt mich, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Komm später spielen, ja? Okay, wir machen gleich. Und tot. Wow! Puh. Ich glaube, so ein Rückwärtssprung, wenn der einen gut erwischt und man nicht rechtzeitig loskommt auf eine bestimmte Distanz, dann nützt einem dieser Rückwärtssprung, den ich da immer mache, auch nichts mehr. Weil die Range ist doch relativ hoch. Deswegen setze ich da eigentlich eher auf Fernkampfwaffen. Aber ich dachte mir, nö. Nicht schon wieder alle Pfeile verböllern. Im Nahkampf hast du halt immer die Gefahr. Wenn du dich da einmal verschätzt oder irgendwie nicht triffst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich gleich vorbei der Spaß. So. Was zum Henker ist hier los? Wieso schwebt das? Muss ich das vielleicht wegmachen? Ah, jetzt geht's. Cool. So, jetzt ist voll. Ja, die werden ja wohl kaum in dem Dinger trinken, oder? Also dieses Straw-Zeug liegt ja aus, das gehört auch dazu. Und ich hätte jetzt echt gedacht, da geht mehr rein als nur ein Eimer. Was? Achso, nee, passt, passt. Ich dachte schon, so ein Kleiner sitzt da auf dem Zaun und guckt mich blöd an. Das wär's ja noch. Ja, dann packe ich das jetzt erstmal hier rein. Schnauze! Okay. Er wollte es so. Boah, critical. Und nochmal. Boing. Macht zwar kein Crit, aber Schaden fetzt trotzdem. Also der ist richtig stark. So, jetzt gucke ich mal, dass wieder hell wird draußen, weil ich hasse das gerade voll. Ich sehe nämlich nichts mehr. Also wirklich, ich laufe hier rum wie so ein Maulwurf. Wo ist meine Brille? Die muss ja irgendwo sein. Ja, das ist jetzt wieder doof mit dem Timer, ne? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie weit ich bin. Deswegen würde ich sagen, mal noch 2, 3 Minuten und dann ist gut. Weil dann müsste ich zeitlich eigentlich auf jeden Fall bei 15 Minuten sein und das reicht ja. Ne, dafür ging ja die mit Bevorious ein bisschen länger. Naja, über 20 eben. Oh. Bin ja froh, dass er so schlau ist oder so geschickt ist, dass er diese blöden Pfeile wieder aufnehmen kann. Weil das wäre ja echt, also. Hätte mich aber nicht gewundert, ehrlich gesagt, wenn das nicht gehen würde, weil, ja. Das würde echt voll reinpassen. Du kannst theoretisch alles sammeln, nur das wichtige Zeug nicht, sozusagen. Gut, es gibt wichtigere Dinge als Pfeile, aber in dem Moment sind die wichtig, wenn man Pfeile braucht. Weil wenn du keine Pfeile hast, dann hast du keine Pfeile.
Okay, wie sieht's denn hier aus eigentlich? Wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier? Das ist ja schrecklich, wie viel hier los ist. Viel zu viele Schafe. So, ob die jetzt bunt sind oder nicht, ist gerade egal. Von den Orangen haben wir eh genug hier, die Holländer sind da. Oranje! So, das muss erstmal reichen. Bei den Schweinen sieht es ähnlich aus, allerdings ist da jetzt, da ist es egal, welche ich töte, weil die haben ja keine unterschiedlichen Farben. Also ich habe zumindest noch nicht versucht, ein Schwein anzumalen. Wird sicher lustig aussehen. Stellt euch vor, mit so einer Clownsnase. So einer lustigen Gauklermütze. Und dann hier so zwischen die Augen mit der Spitzhacke. Oh. Oh nein, das Ding macht ja gar keinen Schaden. Ich hätte echt gedacht, dass es zumindest 10 Schaden macht oder so. Wobei 10 ist schon heavy. Das macht ja mein Schwert kaum. Na gut, okay. Jetzt leuchtet gerade 18 auf. Das musste ja jetzt kommen. So, die ganzen Viecher ein bisschen. Einfach mal ein bisschen anordnen. Aber mir scheint's. Alter! Ach Gott, hier ist er zu! Oh nee! Manchmal scheint es mir so, als würden die das auch von alleine tun. Weil wenn ich nach einer Weile wiederkomme, klar, das dauert ja auch seine Zeit, aber habe ich immer das Gefühl, sind noch mehr Viecher da, als bevor ich gegangen bin. Deswegen komme ich zu dieser Annahme. So, die ganzen Hennen noch weghauen. Naja, erstmal nicht alle und vor allem, was macht die hier? Jetzt haben wir sie erwischt, sehr schön. Und den Boden wieder. Oh, wie ich das hasse. Wenn du da einmal daneben ziehst und den Boden erwischst, dann kannst du gleich den Dreck suchen und wieder neu nachlegen. So, Achtung, Overkill. Ich schieße jetzt einfach wahllos da rein. Ich guck schon gar nicht mehr, wo ich hinschieße. So. Und die noch und noch eine. Okay, muss reichen. Ich will ja nicht alle umhauen. Dafür schießen wir dem hier in den Arsch. Was das Schwein schließlich tötet. Wie schade. Mensch. Ja, jetzt war der Stall aber wirklich zu voll. Also ich weiß auch nicht. Komm, die gehen auch noch. Und der hier geht noch. Und die hier. Und der hier. Ja. So, wo willst du hin? Sterben. Okay. Wunsch erfüllt. Du auch? Ja, gut. So, jetzt machen wir mal zu. Nicht, dass irgendwas Dummes passiert. Dann hole ich mir jetzt so die restlichen Erfahrungspunkte und dann ist gut für heute. Jetzt überlege ich mir gerade schon, ob ich ab dem nächsten Mal vielleicht erstmal wieder in den Dungeon reinrenne. Gerade wegen dem Sattel, weil den hätte ich schon ganz gerne. Was ist denn jetzt los? Ach, gelbe Wolle ist das, was hier um mich rumschwirrt. Wieso sammelt das nicht ein? Inventar ist nicht voll. Ah, jetzt, ja, so 10 Stunden später. Hast du gut gemacht. Nun denn, das ist dann auch erstmal das Ende meiner Aufnahmesession. Jetzt habe ich schon wieder das komplette Wochenprogramm fertig. Das ist echt abartig. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Weiß ich selber noch nicht so genau, aber ich werde mir jetzt einen Kopf machen. In diesem Sinne, macht es gut, Freunde. Danke fürs Zusehen. Schreibt mir was in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!